Ja, dich müsste ich eigentlich jetzt nach hier lotsen. Da runterbringen. So. Stromversorgung bei euch war hier unten. Und der andere war... Da, richtig? Da. Kannst du da weg? Nein, dann wird das nicht versorgt. Okay, wieder Untergrunddinger. Ist okay. So, so. Okay, jetzt kappe ich die Versorgung hier und lasse nach da weiterleiten. Gemacht. Das hier alles. Weg. So. Ja, so im Strom sieht toll aus, das stimmt. Blink, 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 blink. Auf der Höhe. Da. Auf der Höhe. Da. So, die beiden sind versorgt. Die Höhe. Habe ich jetzt schon mal die vier ordentlich jetzt gemacht? Ja, sind alle am Arbeiten. Okay. Das heißt, die Poles sind immer hier in der Mitte. Wir müssen hier gar keine Untergrunddinger benutzen, außer einmal unten. Theoretisch könnte ich doch einfach das so machen, ne? Mach das da weg. Ja. Passt irgendwie besser. Dich jetzt ganz durch. So, kommt aber nicht ganz hinterher mit dem Frühlaufstrahl, das ist nicht so schön. Ja, da trudeln viel zu wenig ein von oben. Die warten alle auf Leichtöl. Okay, das heißt, ich brauche mehr Leichtöl. Schnapp ich mir mal. Wie sehen die Tanks aus? Ja, die können das ab. Geh mal von hier nach unten, nach da oben. Das heißt, die werden jetzt alle von dem Tank hier unten auch versorgt. Es kommt also ein bisschen weniger Petroleumgas raus, aber ich denke mal, ja, das kriegen wir eh nicht schnell genug verbraucht, weil die Dinger hier nicht schnell genug mit Eisen versorgt werden momentan. Angriff. Aber 5 Türme schießen, das reicht. Und es ist schön, dass ich jetzt nicht jedes Mal zu den Türmen hinlaufen muss, sondern dass ich weiß, dass zumindest ein Teil von denen ordentlich mit Munition beliefert werden. So, also weiter hier dran arbeiten. Fuel Blocks kommen jetzt vermehrt, hoffentlich genug. Das heißt, ich arbeite an der nächsten Reihe. Und die wird versorgt von dem hier. Das heißt, hier geht das nächste runter. Das kann ich noch nicht machen. Weil hier noch überall... Okay, du bist endlich alle. Schon mal weg. Aber bis die hier alle sind, wird es noch ein bisschen dauern und ich... Nee. Können es versuchen. Nochmal. Okay, eins gegenüber macht eh nicht besonders viel Unterschied. Wie viel ist da noch drin? 6000. Mist. Könnt ihr von Hand befüllen? Ah, das da sieht nicht gut aus. Mehr Speedmodule. Und die Speedmodule sind jetzt oben für die Anlagen hier. Weil es schaffen anscheinend 4 Stück nicht, das komplett alles so zu machen, wie sie es machen sollen. Das Leichtöl dann jetzt hinterher ist bei 1100. Lass ich jetzt mal eine Weile gluckern. Das macht schon mal keine radikalen Sprünge, das ist gut. Ja. Muss ich ein Auge drauf haben, ob es auf 1.0 runterspringt oder auf 1.2 hoch. Ich kann natürlich auch einfach noch 2
Habe ich noch Chemical Plants? Ne, brauchen wir zwei Stück davon. Danach weiter das Bimodul, ne? So. Einfach noch zwei davon. Kein einziges verdammtes Rohr. So. Eins, zwei. Shift rechts, Shift links, Shift links. Und Kiste, Kiste. Dich bauen wir dann weiter vorne hin. Hier brauchen wir eventuell dann nachher schnellere Fließbänder, was nicht hinterherkommt. Aber das gucke ich, wenn es soweit ist. Erst den Splitter. Dann das Fließband. So. Ärmchen, 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 Ärmchen. Strom. Sieht schon besser aus. Jetzt noch ein paar Speedmodule drauf und das sollte alles soweit hinhauen. Immer noch 1-1? 1-0. Problem. Nächstes Ding, was wir versuchen könnten zu beheben, wäre, wir packen hier Speedmodule ebenfalls rein. Dann könnte es allerdings sein, dass wir mit dem Öl nicht hinterherkommen. Wenn wir mit dem Öl nicht hinterherkommen, müssen wir auch bei allen Pumpjacks Speedmodule reintun. Was ich früher oder später aber eh gemacht hätte. Ja. Gott. Komisch, dass das vorhin so geklappt hatte. So, Strom. Strom sieht gut aus. Kann ich jetzt die hier oben gefahrlos kappen? Sollte ich das überhaupt? Erstmal... Nee, es bringt nichts, die aufzubauen, weil wir haben nicht genug. Nicht genug Batterien. Ja, hier haben es drei Stück geschafft. Drei Chemical Plants haben es geschafft, das komplett zu versorgen. Das ist krass. So, ja, das Kohlefeld hier. Was meine ich mit dem Kohlefeld? Es muss eigentlich nur weg, oder? Brauch's nicht wirklich. Das Einzige, wofür ich jetzt Kohle brauche, ist für Plastik. Und Plastik haben wir direkt an der Plastikproduktion eine Kohlemine jetzt gebappt hier hinten. Was fehlt? Medium Poles. Ja. Da. Schießen. Oh, die blaue Chip-Produktion habe ich ganz vergessen. Alles her. Königin? Seit wann? Okay, Fun Fact Nummer 1. Königin greifen auch Basen an. Und ein Hydralisk alleine konnte eine ganze Weile gegen so viele Snipertürme bestehen. Das ist komisch. Ah, okay, hier sind doch gar nicht überall Snipertürme gewesen. Da könnte jeweils noch einer hin. So und so. Britzel, Britzel. Fertig. Gut, das hier kann alles weg. Ich demontiere jetzt vorsichtig, einigermaßen vorsichtig zumindest, die Ölanlage hier. Was? Mit einem vollen Inventar, was immer eine sehr gute Idee ist. Hier ist das Sniper-Dingens. Tu Sniper-Munition hier rein. Da, nimm mal eine Munition auch noch. Ganz viele Raketendinger, die ich da oben abliegen lassen. Die sind doof. So, du kommst mit, du kommst mit. Kisten kommen mit. Also blaue Chip-Produktion muss auch noch da hinten aufgebaut werden und die Flamer-Produktion und Lubricants für die da. Ja. Das kann ich erstmal noch stehen lassen. Das hier ist eh schon gekappt und das ist das Weiß. Was war das? Achso, Wasser von da hinten. Das kann auch weg. Das hier kann alles weg. So.
Erbchen kommt zurück. Das Wasser kann weg, weil ich das nur für da hinten brauchte. Und die Flühblocks werden jetzt eine ganze Weile reichen. Um noch ein bisschen extra Umf zu geben, was Stromversorgung da angeht. Okay. Das hier würde sich auch anbieten für einen ganz großen Fuelblock. Ja, dann könnte ich einfach das hier weiterziehen. Also mit Fuelblock meinte ich eigentlich einen Steam Engine Block. So wie hier unten ja auch geplant ist. Gib mal Landfill. Ich guck mir das mal an. So, dann das hier alles weg. So. Und würde gut was hinpassen, ja. Nimm Water Begun. Das Richtige, ne? Ja. Nicht auch sie in die falsche Seite zu machen. Gut. Das Ding da. Also die ganze Lavalampe wird ja auch gekillt demnächst. Sobald ich die Tränke auch oben habe. Aber das dauert noch ein bisschen. Dann werde ich das hier... Ja, das klingt nach einem guten Plan. Also. Ich mache es folgendermaßen. Ich mache das jetzt hier schon mal so zu, dass man sehen kann, was geplant ist. Das war wenig. Und so machen wir hier eine Reihe von denen. So. Und dann auf der anderen Seite ebenfalls eine Reihe von denen. Kann davon schnell ein paar bauen? Ja, bauen wir ein paar. So. Also wie war der Abstand? Der war irgendwie so, glaube ich. Und dann auf der anderen Seite hier auch noch welche. So, dass es genau passt. Ah, hier eventuell. Also mache ich hier dicht. Mach es mal so. Also kommt denn hier noch eine Pump hin? So. Und dann so und so und so und so. Und dann haben wir auf beiden Seiten ganz viele Engines. Einmal nach oben, einmal nach unten. Also ein riesen Motorblock. Zusätzlich zu dem Block da unten. Kann ich das da unten auch so schön spiegeln? Dafür haben wir nicht genug Platz, oder? Doch, haben wir. Jo. Haben wir auf jeden Fall. Guti. Da unten können wir es also auch machen. Jetzt momentan ist es noch ein bisschen problematisch, weil die Mauer noch da ist, aber die wird ja später weiter nach unten versetzt. Das heißt, wir haben dann hier einen großen Block, da einen großen Block und sonst sehr, 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 sehr viele Solarpanels. Hier wird was vernichtet. So. Und alles andere an Wasser wird rigoros vernichtet. Wenn wir mehr Platz haben für anderes Zeug. Das heißt, das hier kommt auch wirklich weg. Aber es wird jetzt nicht ersetzt durch die eine Anlage hier. Die ist dann doch ein bisschen zu klein. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das reicht. Aber nee, wird nicht reichen langfristig. Sondern sie wird ersetzt durch den ganzen Block hier. Und der wird dann umversetzt, damit es besser in die Optik reinpasst. Okay, dann mache ich mal... Das mit dem Wasserstoff und der Waffenproduktion, die davon abhängt, ist auch problematisch. Das müsste dann auch woanders hin. Aber das ist ja nur eine Frage, wie wir die Rohre verlegen, die Untergrundrohre. Vielleicht einfach direkt hier dran zwei Pumpen. Also die Pumpen nach oben und unten für die Steam Engines und zwei Pumpen nach rechts, um dann hier irgendwo in dem frei gewordenen Platz, das verschwindet hier alles, hier in dem frei gewordenen Platz dann Wasserstoffproduktion zu machen, um das dann hier nach oben zu lenken, zu den Waffenschmieden. Oder die Waffenschmieden gleich hier aufbauen, müssen wir gucken. Jo, ihr merkt schon, das ist eine Riesenzeit des Umbaus mal wieder. Mit Umbauen und so weiter. Damit es für mich ordentlicher aussieht, aber auch praktischer läuft. Und ich hoffe mal am Ende kommt was Gutes bei raus. Was mache ich jetzt zuerst? Ich brauche ganz viel Stein, um die Sachen aufzuschütten. Ich brauche... Ja, das ist doof. Also ich müsste eigentlich zuerst die Wasserstoffgeschichte machen.
damit ich das hier abreißen kann und den Platz nutzen kann für die Fuelblocks. Allerdings kann ich die Fuelblocks noch gar nicht hier aufbauen, die Steam Engines hier noch gar nicht aufbauen, weil das Eisen hier im Weg ist. Genauso wie das verdammte Eisen da unten auch im Weg ist. Das heißt, zuallererst sollte ich eigentlich dafür sorgen, dass das da weg ist. Ich denke, es wird eine Basis sein, wo die Könige noch herkamen. Dass die Basis da weg ist, dann kriege ich auch mal ein Artefakt oder zwei für die Powerrüstung. Dann erschließe ich das Eisenfeld und wenn das Eisenfeld da ist, dann ist inzwischen das da auch weg. Dann baue ich hier die Steam Engines auf, reiße da oben die Steam Engines ab und dann haut sich das hoffentlich alles so hin vom Balancing her. Gott verdammt. Und es ist nicht mal Ditech, Bob und was weiß ich. Das ist nur Vanilla und ein bisschen Hardcore-Kram. Und trotzdem kann man sich da so einen Kopf drum machen, wo was hinkommt und wie man es am besten gestaltet und so weiter. Und vor allem auch Basen, Kolonien. Das hatten wir in den letzten Staffeln gar nicht, was echt schade war. Aber das werde ich jetzt auf jeden Fall brauchen. Zum Beispiel da. Das ist ein richtig schicker Platz. Oder diese riesen... Das Eisenfeld ist... so groß wie meine ganze Steam-Anlage da unten. Da ist auch so ein Ding. Ja, ja, da freue ich mich auch schon drauf, auf die Kolonien-Zeug-Phase. Aber jetzt erstmal wieder ein Kaffeepäuschen für mich. Und in der nächsten Folge dann Steine organisieren. Hier vielleicht schon ein bisschen was abkapseln, aber das macht nicht viel Sinn. Und dann die Basis da zerstören und alles da an Wasser wegmachen, damit wir die Mauern ordentlich erweitern können. Dafür werde ich auch ein paar Robo-Ports bauen. Kann ich jetzt schon mal anfangen. Damit wir die Mauererweiterung, die Turmerweiterung durch Blueprints lösen können. Ist nämlich wesentlich, wesentlich angenehmer. Jo, guti. Also bis gleich.